16 Bundesländer, eine Bundesrunde. Wir hoffen, ihr habt einige tolle und spannende Tage hinter euch. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir begrüßen euch zur Siegerehrung der Bundesrunde der 60. Mathematik-Olympiade. Heute ist es endlich soweit. Ihr erfahrt die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Wir setzen unsere Reise durch Deutschland weiter fort und hoffen auf einen spannenden Abschluss der diesjährigen Bundesrunde. Wir sind hier im schönen Eckernförde an der Ostsee. Endlich wieder Strand. Den Urlaub habe ich gebraucht. Nicht weit weg von hier, nämlich aus Lübeck, kommt auch der erste Vorsitzende des Mathematik-Olympiaden e.V., der nun die Preisverleihung eröffnen wird. Wir begrüßen Professor Jürgen Prestin. Liebe Frau Rübort, lieber Herr Blank, vielen Dank, dass Sie mir von der Ostsee so geschickt den Ball zuspielen. Sicher ist das nur ein Kurzurlaub von Ihnen, denn mitten in der Vorlesungszeit werden Sie sich als Mathematikstudierende der Universität Bonn und ehemalige Teilnehmerin und Teilnehmer an allen vier Runden der Olympiade bestimmt mehr mit D-dimensionalen Einheitskugeln als mit solch simplen Sportbällen beschäftigen. Umso mehr bedanke ich mich bei Ihnen für diese ideenreiche und lockere Moderation von Eröffnung und Siegerehrung der Bundesrunde der 60. Mathematik-Olympiade. Sehr verehrte Gäste, Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ganz besonders herzlich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie, die Sie sich über die ersten drei Runden für diese Bundesrunde qualifiziert haben, gehören zu den 197 besten jungen Mathematikerinnen und Mathematikern in Deutschland. Allein die Qualifikation zu diesem Wettbewerb ist eine hohe Auszeichnung und verdient Respekt und Anerkennung. Sie können stolz sein, Mathematik auf einem Niveau betrieben zu haben, das weit über den regulären Schulstoff Ihrer Klassenstufe hinausgeht. Die Klausuren sind geschrieben, die Mannschaftsleitungen haben die Lösungen eingescannt und in unserer Datenbank abgelegt. Unser großes Korrekturteam hat die interessanten, manchmal auch uns überraschenden Lösungsansätze bewertet. Unsere Koordinatorinnen und Koordinatoren haben darauf geachtet, dass gleiche Maßstäbe bei der Punktvergabe angesetzt wurden. Die Jury hat dann über die Einsprüche zur Bewertung beraten. Und zu guter Letzt haben wir am Freitagabend auf der abschließenden Jury-Sitzung über die Vergabe der ersten, zweiten und dritten Preise, der Anerkennungspreise und der Sonderpreise beraten. Für alle Beteiligten war dies auch mit einem großen Arbeitsaufwand und Zeitaufwand verbunden. Und an dieser Stelle gebührt allen großer Dank. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einem so hochkarätigen Wettbewerb nicht jeder mit einem Preis oder einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet werden kann. Auch wenn Sie hier nicht zu den Siegern gehören, werden Sie bestimmt neue Motivation für das nächste Jahr gesammelt haben und sich weiter intensiv mit der Mathematik beschäftigen. Wenn es Ihre letzte Teilnahme war, so werden Sie sich sicher später gern, aber auch verwundert, wie man in Pandemiezeiten einen so großen Wettbewerb organisieren kann, zurückblicken und vielleicht der Mathematik-Olympiade treu bleiben. Auf jeden Fall sind Sie mit Ihren mathematischen Kenntnissen bestens vorbereitet auf ein Studium in den MINT-Fächern und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Ihre Begeisterung für mathematische Fragestellungen weit über diesen Wettbewerb hinaus erhalten und dass Sie Ihre besonderen Fähigkeiten in Zukunft weiterentwickeln und nutzen können. Im Kreis der Kandidaten für die deutsche Mannschaft zur diesjährigen 62. Internationalen Mathematik-Olympiade, die im Juli leider auch dezentral stattfinden wird, sind auch mehrere Sieger dieser Olympiade. Wir wünschen dem gesamten deutschen Team weiter gute und intensive Vorbereitung und für die beiden IMO-Klausuren,
die unsere Mannschaft im Juli im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach schreiben wird, beste Erfolge. Die Jury hat dieses Jahr wieder beschlossen, dass alle Preisträger ab Klasse 9, die altersmäßig noch in Betracht kommen, für die IMO-Auswahlklausuren am Ende dieses Jahres teilnahmeberechtigt sind. In den letzten Jahren konnten wir viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit langjährigen eigenen Olympiade-Erfahrungen für das Training der Schülerinnen und Schüler, für den Korrekturprozess des Wettbewerbs oder als Mitglied für den Aufgabenausschuss gewinnen. Die enge Kooperation von Lehrerinnen und Lehrern, Hochschulmitarbeitern und jungen Studierenden in der Verbindung mit der Mathematik-Olympiade ist eine besondere Stärke dieses Wettbewerbs. Allen Beteiligten dieser 60. Olympiade möchte ich für ihr großes Engagement herzlich danken. Angefangen bei den Mitgliedern des Aufgabenausschusses, den Organisatoren der verschiedenen Runden, unserer Geschäftsstelle in Bonn, den Sponsoren und Förderern bis hin zu den Teilnehmern. Es macht uns stolz, dass sich bundesweit mehr als 180.000 Schülerinnen und Schüler mit Spaß und Freude den Herausforderungen der Mathematik-Olympiade stellen. Dieser Wettbewerb lebt nun seit 60 Jahren von der Begeisterung unserer mathematisch talentierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Ein besonderer Dank geht hier an Johann Beurich, alias Dorfuchs, der für diese Preisverleihung zwei besondere Musikstücke geschrieben hat und präsentieren wird. Lassen Sie sich überraschen. Für die kommenden Jahre verlaufen die Vorbereitungen der nächsten Bundesrunden nach Plan, sodass wir uns 2022 in Magdeburg und 2023 in Berlin sicher wieder zu erlebnisreichen Bundesrunden persönlich treffen werden. Liebe Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren, unser 60. Olympiadejahrgang wird nach einem Grußwort von Professor Günther Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin und selbst zweimaliger Bundessieger im Bundeswettbewerb Mathematik und Goldmedaillengewinner bei der IMO und dem ersten Musikbeitrag von Dorfuchs mit der Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger dieser vierten Runde beendet. Gern hätten wir die Besten jetzt auf die Bühne gebeten, ihnen Urkunden und Medaillen überreicht und ihnen applaudiert. Trotzdem hoffen wir, sie mit dieser Präsentation gebührend zu würdigen. Und ich würde mich sehr freuen, sie im nächsten Jahr auf der Bundesrunde der 61. Olympiade in Magdeburg persönlich begrüßen zu können. Vielen Dank, Herr Prestin. Ich deklamiere: Freude schöner Kurzbeweise, Tochter aus dem Hirn befreit. Denn man hat auf diese Weise für manch Lösung Stunden Zeit. Deine Zauber binden wieder, was Nervosität geteilt. Beweisschritte erklingen wie Lieder, an Perfektion, da wird gefeilt. Seid begeistert, Millionen. Beweise sind mal kurz, mal nicht. Und sind der Kunst ihr schönstes Licht. In ihnen Mathezauber wohnen. Ich deklamiere: Wer rechnet zu viel und zeichnet nie? Jemand ohne Lust auf Geometrie. Legt Punkte ins Koordinatensystem. Ach, durchrechnen ist doch bequem. Mein Sohn, magst du denn lieber Zahlen? Ja, Vater, Modulo ist trivial. Der Restsatz funktioniert hier gut. Aufgabe 2, die macht mir Mut. Wie viele Kanten hat der Graph? Ist die Ungleichung denn scharf? Die Zeit, die rast, denkt geschwind. Die Sieger sind schon bald bestimmt. Mit Thüringen sind Schiller und Goethe eng verbunden. Hoffentlich hat euch gefallen, was die beiden wohl über Mathematik geschrieben hätten. Auch unser nächster Gast hat schon einiges über Mathematik geschrieben. Wir freuen uns auf den Präsidenten der Freien Universität Berlin, Professor Günther Ziegler. Liebe Mathematik-Olympioniken und Olympionikinnen, liebe Mathematikbegeisterte, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Problemlöserinnen und Problemlöser, liebe Mathematikerinnen und Mathematiker,
liebe Organisatorinnen und Organisatoren, meine Damen und Herren. Wir feiern heute hier nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger, die besonders, wir feiern auch das Jubiläum der 60. Mathematik-Olympiade. Aber wir feiern auch die Mathematik. Die Mathematik heißt die Probleme, die Rätsel. Wir feiern die Cleverness, die Ausdauer, die Energie, das Sitzfleisch, die Ideen und die Fantasie aller, die Probleme lösen, mathematische Probleme, zum Beispiel eben die Probleme dieses Wettbewerbs der 60. Mathematik-Olympiade. Ich bin Günther Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin, Mathematiker, auch ein erfolgreicher ehemaliger Mathematikwettbewerbsteilnehmer, was aber viele Jahre her ist. Meine Rolle ist, Ihnen allen zu gratulieren, die sich diesen schwierigen Problemen gestellt haben, erst recht denen, die dabei erfolgreich waren. Herzliche Glückwünsche. Was ist Mathematik? Haben wir ein Bild für das Wesen der Mathematik? Mir gefällt das Bild vom Diamanten, das der amerikanische Mathematiker Ralph Boas vor einigen Jahren geprägt hat. Er sagte, ich hoffe, dass die allgemeine Presse weiterhin die Mathematik wie Diamanten beschreibt. Ausgesprochen hartes Material, wie Diamanten eben, aber wertvoll und hoch geschätzt, sowohl für ihre industriellen Anwendungen als auch für ihre inhärente Schönheit. Das ist Mathematik. In diesem Bild stecken mehrere wichtige Einsichten und Wahrheiten über die Mathematik. Mathematik ist hart und schwierig. Mathematik ist wertvoll. Mathematik ist schön. Ja, Mathematik ist schwierig. Man kann natürlich immer versuchen, die Vermittlung von Mathematik auf die Botschaft zu bauen. Das sei ja alles ganz einfach, wenn es nur einer gut erklärt. Aber das stimmt eben nicht. Mathematik ist nicht einfach. Mathematik ist schwierig. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen und mich selbst würde Mathematik gar nicht so sehr reizen, wenn das alles ganz einfach wäre. Leider schwierig. Das sollten wir als Herausforderung begreifen und selbstbewusst betonen, einfach wie ein Werbespruch. Mein Vorbild ist da die fränkische Modemarke René Lézard, die am Anfang der 90er Jahre Werbung gemacht für ihre Anzüge mit dem Spruch leider teuer. Und da waren die stolz drauf, denke ich. Und genau so müssen wir dieses leider aussprechen, selbstbewusst. Leider teuer. Also in dem Sinne, Mathematik ist leider schwierig. Das leider schwierig, das reizt uns. Mathematik ist schwierig, sie hat vielleicht die schwierigsten Probleme der Menschheit zu bieten. Als Schlachtruf dazu zitiere ich David Hilbert vom Internationalen Mathematikerkongress in Paris 1900, wo er seine berühmten 23 Probleme vorgestellt hat, die Hilbertschen Probleme. Da drin hat Hilbert die Mission unseres Berufs so beschrieben, wir hören in uns den steten Zuruf, da ist ein Problem, suche die Lösung. Du kannst sie durch reines Denken finden, denn in der Mathematik gibt es kein Ignorabimus, also kein Wir werden nicht wissen. Das ist Hilbert. Da ist ein Problem, suche die Lösung. Das ist doch auch ein Motto, um Mathematik zu machen. Wir wünschen uns, dass sich die begabtesten jungen Leute, Schülerinnen und Schüler, dass sie sich der Herausforderung stellen. Mathematik ist nun mal ein Fach für Helden, die sich was zutrauen. Es ist das Fach für die Mutigen, die mutig sind, auf was Schwieriges loszugehen. Die von denen, die wie ich früher mal Astronaut werden wollten und dann gemerkt haben, dass Mathematik doch noch spannender und herausfordernder ist, kennen vielleicht auch den Roman The Right Stuff von Tom Wolfe über das frühe Raketen- und Raumfahrtprogramm der Amerikaner. Auf Deutsch hieß der Roman Die Helden der Nation und in der Filmversion dann Der Stoff, aus dem die Helden sind. Dieses The Right Stuff bezieht sich auf das gewisse Etwas an Risikobereitschaft, Wagemut, Kutzpe, Heldentum und Arroganz, das jeder Pilot in der Ausbildung braucht und zeigen muss, wenn er was schaffen will. Nun sind Sie keine Astronautinnen und Astronauten und erst recht keine Kampfpiloten, sondern Mathematikerinnen und Mathematiker oder wollen das vielleicht auch werden und das ist gut so. Wir wünschen uns ja auch ganz friedliche Helden, die am Boden bleiben. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich
für das, was sie jetzt geschafft haben und eben mit diesem Anerkennenden und Ehrfürchtigen leider schwierig, das als eine Einladung gemeint ist. Eine Einladung an die Jugendlichen mit Ehrgeiz und mit dem gewissen Etwas, eben mit the right stuff, die sich was zutrauen, die sich den Herausforderungen eines spannenden und aufregenden und sehr schwierigen Faches stellen wollen und die dann stolz sind, wenn ihnen da was gelingt. Sie haben bewiesen auf der Olympiade, sie haben the right stuff. In diesem Sinne herzliche Glückwünsche von mir. Vielen Dank, Herr Ziegler. Wir melden uns zurück aus dem schönen Weserbergland in Niedersachsen. Hört ihr auch diese Musik? Klingt fast wie der Rattenfänger von Hameln, der von hier ist. Was für eine schöne Melodie. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Und ich freue mich, den Musikakt von Dorfuchs ankündigen zu dürfen. Diesem Song liegt eine Aufgabe der Mathe-Olympiade-Bundesrunde 2021 für Klasse 11 und 12 zugrunde. XY und Z sollen nicht negativ werden und wir bauen daraus folgenden Term. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Ich gebe zu, das ist sehr frei formuliert, während die Aufgabenstellung das genauer präzisiert. Man bestimme die größte reelle Zahl A mit der Eigenschaft, diese Ungleichung ist immer wahr. Da beispielsweise kein Bestandteil negativ ist, ist direkt klar, dass der ganze Term nicht negativ ist. Mit größer gleich 0 haben wir eine wahre Aussage, doch nach dem größtmöglichen A war ja die Frage, denn natürlich bleibt das damit auch größer als minus 2, aber was ist denn mit 1, Wurzel 2 oder 3? Wie weit kann man gehen, bis es gerade noch funktioniert und man die Abschätzung nach unten dieses Terms hier optimiert? Das ist die Frage, die nun hier dahinter steckt. Und dann schaut man einfach mal, was man da alles so entdeckt, wenn man diesen Term betrachtet und ein bisschen was probiert und dabei die Geduld nicht verliert. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Wie groß das hier ist oder eben auch wie klein, sieht man wahrscheinlich am besten, setzt man konkrete Werte ein. Sind alle Variablen immer 0, sind wir dabei immer nur 1 zu addieren, also kommen wir auf 3. Das heißt, unser A kann nicht größer als 3 sein, denn sonst wäre unser Term bereits in diesem Fall zu klein. Bisher können wir also insgesamt verbuchen. Das A ist zwischen 0 und 3 zu suchen. Das waren meine ersten Schritte und dann sah ich recht fix, ein Tausch der Variablen ändert am Ergebnis nichts. Also ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir XY und Z der Größe nach sortieren und somit hier verwenden Y und Z sind größer gleich X. Also ist der Term mindestens 1, das ging fix. Wir wissen also garantiert zweifelsfrei, das A liegt sogar zwischen 1 und 3. Summiere 1 plus das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Das war cool. Ich freue mich schon auf die Lösung. Hey, kannst du mich hören? Natürlich, meins ist doch direkt nebenan von Wiesbaden. Tatsache. Und trotzdem haben wir den Karneval, das ZDF, die Mainzer Männchen und gute Stimmung. Und ihr so? Wir in Wiesbaden haben dafür mehr Einwohner und sind ein wirklich schöner Kurort. Dafür sind wir wenigstens die wichtigste Stadt in unserem Bundesland. Muss schön sein im Schatten Frankfurts, oder? Mindestens so schön wie im Schatten Wiesbadens, oder? Ach komm, genug des Wetteiferns. Der Wettbewerb ist längst vorbei und damit kommen wir nun endlich zur Preisverleihung der diesjährigen Bundesrunde. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
Ihr habt es so weit geschafft, doch nun wollen wir die Erfolgreichsten unter euch würdigen. Die Preisträgerinnen und Preisträger der diesjährigen Bundesrunde.
herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns. Ich habe nun die große Ehre, eine echte Musical-Sensation ankündigen zu dürfen. Live aus Hamburg präsentiere ich die Vanessa von Dein Song. Wow, was für eine Performance. Diese besondere Performance kann noch nichts Geringeres einleiten als die Verkündung der Sonderpreise. Wir wollen beginnen mit den Preisen für besonders schöne Lösungen. Diese werden verliehen von Professor Uwe Leck, der dieses Jahr Chefkoordinator des Wettbewerbs ist. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste, traditionell werden an dieser Stelle die Sonderpreise für besonders elegante Lösungen vergeben. Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr die Verkündung der Preisträgerinnen und Preisträger übernehmen darf, hier vom Campus der nördlichsten deutschen Universität, der Europa-Universität in Flensburg. Während der Korrektur haben die Koordinatorinnen und Koordinatoren auf Lösungen geachtet, die sich durch eine besondere Kreativität oder Originalität, also durch eine besondere Lösungsidee auszeichnen und durch eine besonders gelungene Darstellung des Lösungsweges. Aus diesem Pool hat die Jury letztlich die folgenden Preisträgerinnen und Preisträger bestimmt. Sonderpreise für eine besonders elegante Lösung gehen also an die folgenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem Erfolg. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher ins Saarland, unser kleinstes Flächenbundesland. Okay, und wie klein genau? Ungefähr 360.000 Fußballfelder, würde ich schätzen. Nicht schlecht, das ist immerhin doppelt so viel wie der größte Eisberg der Geschichte. Ja, aber nur ein Viertel der Größe von Gambia. Halten wir fest, das Saarland taugt nicht wirklich als Maßeinheit. Es ist einmalig. Apropos einmalig. Das sind auch die Sonderpreise, die wir jetzt verleihen. Wir begrüßen Professorin Ilka Agricola, die Präsidentin der Deutschen Mathematikervereinigung, und Patrick Bauermann, Leiter der bundesweiten Mathematikwettbewerbe. Von der Saar begeben wir uns nun an einen semi-abstrakten Ort, nämlich einen x-beliebigen Seminarraum an einer deutschen Universität. Ich begrüße Sie hier recht herzlich als Präsidentin der DMV, der Deutschen Mathematikervereinigung. Wir haben hier zwar keine Saar-Schleife, aber immerhin eine Schleife im Logo der DMV, von dem Sie unschwer erkennen werden, dass es sich um ein Möbiusband handelt. Ich möchte mich herzlich für Ihre Teilnahme bei der Mathematik-Olympiade bedanken. Hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht haben und dass Sie sich Ihre Begeisterung für Mathematik erhalten werden und vielleicht wir uns irgendwann in so einem Seminarraum mal in echt treffen können. Die Sonderpreise der DMV für die Mathematik-Olympiade gehen in diesem Jahr an. Bildung und Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.
Unter seinem Dach sind die bundesweiten Mathematikwettbewerbe beheimatet. Der Bundeswettbewerb Mathematik, der Auswahlwettbewerb zur internationalen Mathematik-Olympiade und die Geschäftsstelle der Mathematik-Olympiade in Deutschland. Ich freue mich, heute hier verkünden zu dürfen, wer die Sonderpreise von Bildung und Begabung gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Diese Käsespätzle. Und probier mal die Maultaschen. Hab ich schon, danke. Aber hast du hier schon die Schwarzwälder Kirschtorte probiert? Und warte mal kurz. Schau mal, was ich aus dem Saarland mitgenommen habe. Lecker. Oh, schon so spät. Dabei wollten wir doch noch die Gewinner eines anderen Mathematikwettbewerbs verkünden, die sich demnächst hier im Schwarzwald im MFO Oberwolfach treffen, um für die internationale Mathematik-Olympiade zu trainieren. Wir freuen uns, euch die deutsche Mannschaft zur internationalen Mathematik-Olympiade 2021 zu präsentieren. Wir wünschen der IMO-Mannschaft ganz viel Erfolg und reisen eine Station weiter. Mensch, Sachsen-Anhalt. Hier gab es doch schon lange keine Reformation mehr. Da hast du recht. Wie wäre es, wenn wir heute die Mathematik reformieren? OBDA gelten von nun an folgende Thesen. Ohne Betrachtung der Allgemeinheit gilt Pi ist gleich 3. Ohne Beachtung der Ausnahmen gilt, jede ungerade Zahl ist prim. Daraus können wir direkt ein Korollar folgern, nämlich wissen wir jetzt, dass Pi eine Primzahl ist. Ohne Berücksichtigung der Aufgabenstellung gilt, das Dreieck ist gleichseitig. Und ohne Bedenken des Autors, auch rechtwinklig. Aber jetzt mal ernsthaft. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt, die nächste Bundesrunde in Sachsen-Anhalt wird der Hammer. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Betreuerinnen und Betreuer, liebe Korrektorinnen und Korrektoren, liebe Gäste, wären wir jetzt alle wie geplant in Berlin zur Bundesrunde, so könnten wir sagen, wir sehen uns bald zur nächsten Bundesrunde und zwar ganz in der Nähe. In der Tat, Magdeburg, die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, liegt gleich um die Ecke, ca. 150 Kilometer von Berlin entfernt in Mitteldeutschland. Leider können wir es nicht sagen. Zum einen sind wir nicht in Berlin, sondern in unseren Heimatorten und haben eine wunderbar organisierte virtuelle Bundesrunde erlebt. Danke an die AG Bundesrunden des Mathematik-Olympiaden e.V. für die Organisation. Zum anderen liegt vor euch Schülerinnen und Schülern ein langes und anstrengendes Jahr, in dem ihr euch für die nächste Bundesrunde qualifizieren müsst. Was aber sicher ist, die nächste Bundesrunde wird in Magdeburg stattfinden, vom 15. bis 18. Mai 2022 und hoffentlich real und nicht virtuell. Wir haben bereits einiges für euch organisiert und vorbereitet. Der Wettbewerb findet am Werner-von-Siemens-Gymnasium statt. Die Siemensianer freuen sich schon jetzt auf diese Tage mit euch. Die Jugendherberge in Magdeburg ist komplett für uns reserviert. Hier werden die meisten von euch übernachten. Die Siegerehrung findet in der Johanneskirche statt. Ein wahrhaft würdiges Gebäude für diese Veranstaltung. Ihr werdet es genießen.
Auch sonst werden wir euch schöne, interessante und spannende Orte in Magdeburg zeigen können. Das Team, das das alles organisiert, besteht aus einem Urgestein der Mathematik-Olympiade-Bewegung, einem Schuldirektor, einer Universitätsmanagerin, einem Informatikprofessor und vielen weiteren Helferinnen und Helfern, die über den Verein Elemente e.V. organisiert sind. Wir freuen uns auf euch in knapp einem Jahr in Magdeburg zur nächsten Bundesrunde der Mathematik-Olympiade. Bach, Wagner, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy. Fallen dir noch weitere ein? Du meinst berühmte Komponistinnen und Komponisten aus Sachsen? Ja, genau. Ja, ich glaube, ich hätte noch einen. Und der ist uns auch noch eine Lösung schuldig. Wir freuen uns auf eine weitere musikalische Darbietung von Dorfuchs. Das Produkt aus zwei Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Wir hatten hier ja schon mal 3 Nullen eingesetzt. Doch was passiert hier eigentlich, wenn man jetzt das x beliebig lässt? Denn da sehe ich grad, man kommt auf 2 plus 1 geteilt durch 1 plus x Quadrat. Interessant, denn der letzte Term kann für beliebig große x ja beliebig klein werden. So kommt man beliebig nah an 2 heran, sodass das a, was wir suchen, höchstens 2 sein kann. Denn wäre a echt größer als 2, hätte man hier ja die Ungleichung immer. Und insbesondere, wenn wir z und y 0 setzen und die 2 subtrahieren, dann können wir daraus schon bald hier einen Widerspruch kreieren. Denn dieser Term hier links ist echt kleiner als 1 durch x². Doch das ist a minus 2, falls x geschickt gewählt wird. Und so machen wir das jetzt. Dieser Teil ist fertig. Fetzt. Summiere 1 plus das Produkt aus 2 Variablen. Geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Erinnert ihr euch noch, wie wir größer gleich 1 gezeigt haben? Ohne Einschränkung der Allgemeinheit konnte man sagen, die Variablen wären allesamt der Größe nach sortiert und wir hatten uns auf x als die kleinste konzentriert. Doch schauen wir auf z als die größte der 3 Variablen, dann können wir in den ersten beiden Brüchen hier ja sagen, z größer gleich y und z größer gleich x. Und wenn ich das jetzt hier verwende, sehe ich fix, der zweite Bruch ist Kehrwert des ersten. Okay, die Form ist also t plus 1 durch t. Mensch, das ist gut, denn wird t selbst klein, muss der Kehrwert von t umso größer sein. Und die beiden in Summe werden dann am kleinsten, wenn sie wie eine Waage im Gleichgewicht beide 1 sind. Somit gilt größer gleich 2 und es ist vorbei. Das gesuchte a ist gleich 2. Summiere 1 plus das Produkt aus 2 Variablen geteilt durch 1 plus das Quadrat der dritten Variable. Dieser Term nimmt verschiedene Werte an. Die Frage ist, wie klein er dabei werden kann. Ich weiß, ich hab gesagt, es wäre vorbei, doch es gibt eine zweite Teilaufgabe, wo man auch noch die Variablen finden soll, wo hier Gleichheit steht. Doch da der dritte Summand positiv ist, geht es niemals, die Gleichheit tatsächlich anzunehmen. Und daher kann ich diese Teilaufgabe ganz bequem beantworten. Egal wie groß oder klein, für keinerlei Zahlen stellt sich hier Gleichheit ein. Hoffentlich haben viele von euch diese Lösung auch tatsächlich herausbekommen. Danke, Dorfuchs. Das war sie, die Bundesrunde der 60. Mathematik-Olympiade. Wir hoffen, ihr hattet eine ereignisreiche Zeit, an die ihr euch gerne zurückerinnern werdet. Wir wollen uns an dieser Stelle noch einmal herzlich beim Arithmeum bedanken, dass wir hier drehen durften.
Außerdem möchten wir uns bei Jan-Lukas Wiebe dafür bedanken, dass er diese Veranstaltung produziert hat. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hoffen, dass wir viele von euch bald wiedersehen. Und vergesst nicht, Pi ist gleich 3. Und prim. Tschüss.